So, nun wollen wir eine Slim pumpen mit einem Slim-Akku, den ich in der Fett zur Pandora gemacht habe. Mein Fett-Akku ist Standard, das heißt, ich kann mit meinem Standard-Akku ganz normal PlayStation anmachen und warten, bis sie denn startet. Das dauert ja bekanntlich etwas. So. Und dann haben wir auch schon die XMB. Wir move mal rüber. Systemeinstellungen. Ist nach kurz nach unten. Systeminformationen. Ich weiß nicht, ob man es lesen kann. Es ist die 3.72 drauf installiert. Und das wollen wir jetzt mal ändern. So, wir haben den Magic Stick eingepackt ins Fach. Und der ist natürlich gepatcht mit Despertar del Cementerio Version 4. Das heißt, ich würde jetzt eine Firmware 380M33 installieren wollen. Das machen wir auch. Wir halten die linke Schultertaste gedrückt, setzen den Pandora-Akku ein. Das Ding beginnt auch schon zu starten, was das ja automatisch macht. So, da haben wir das Menü. Drücken Sie X, um 38.00, also 3.80 M33 zu installieren. Machen wir. So, Loading, Formatting, hast du nicht gesehen? Jetzt geht die ganze Prozedur los. Dauert natürlich dazu seine Zeit. Achten darauf, dass wir schön den Akku festhalten. Denn sonst ist Tim seine PSP gleich gebrickt. Wollen wir ja nicht. Macht aber auch nichts, denn da kommen wir gleich zum nächsten Teil. Das Despertar del Cementerio ist natürlich ein Unbricker. Das ist nämlich ein komisches spanisches Wort, was eigentlich heißt Aufwecken vom Friedhof. Ja, was heißt das? Das Ding ist mal im Arsch gewesen. Ich mache es jetzt eine Wiederbelebung. Genau das gleiche mache ich hier. Nur, dass ich bei der Wiederbelebung sage, ich möchte die M33-Software aufspielen. Das heißt eine von Dark Alex. So, das wird jetzt alles aufgepatcht. Und irgendwann steht dann da Press X to Finish oder sowas ähnliches. Zumindest analoges. Darauf warten wir jetzt mal ein bisschen, es dauert noch etwas. So, da werden ganz viele Dateien geflasht, gepatcht. Jetzt ein bisschen hin und her. So, falls ihr den Akku rausschmeißt, ist er natürlich gebrickt.